Hallo zusammen, ich heiße Isabella Bohl und seit Januar in diesem Jahr bin ich die Pflegedienstleitung im Haus St. Marien in Nordhorn. Moin, ich heiße Bernd Kattos, bin Rentner und seit circa 3 Jahren Ehrenamtler hier im Altenheim St. Marien der Caritas. Sie müssen wissen, dass das Haus St. Marien entstanden ist aus dem ehemaligen Marienkrankenhaus. Und das Krankenhaus hat hier ganz besonderen Platz unter den Einwohnern. Frau Blömer ist eine im Rollstuhl sitzende alte Dame, Moin. die keine Verwandtschaft hier im Ort hat. Viele möchten schon aufgrund dieser Tatsache, dass das ehemalige Marienkrankenhaus ist, unbedingt hier Platz bekommen. Viele haben hier gearbeitet oder haben auch selbst hier gelegen als Patienten. Frau Blömer, habe ich bei der Weihnachtsfeier hier im Hause kennengelernt und sie hat mir erzählt, dass sie nun ganz alleine ist und selten Besuch bekommt. Und das hat mich dann dazu animiert, sie doch zu besuchen und bei Möglichkeit auch mindestens einmal die Woche mit ihr auszugehen, durch die Stadt zu gehen, mal ein Eis essen. Damit die Leute sich gut fühlen, versuchen wir auch die Ehrenamtlichen mit einbeziehen. Das sind Leute, die Nachbarn sind, diese Leute, die kennen aus dem Laden oder von der Arbeit. Und jetzt kommen sie in Rolle von Begleitung und ermöglichen den Bewohnern Fahrt zu Friedhof, Ausfahrt in Tierpark oder in die Stadt, zu Eis essen, zu Kaffee trinken. Oder auch mal durch Klamottenläden laufen und mal schauen, was die Mode so hergibt. Unsere Mitarbeiter, und wir haben sehr gute Mitarbeiter, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind sehr nette Leute, die immer noch mit Herzen arbeiten. Mit den Mitarbeitern dieses Hauses, des Hauses komme ich super aus. Die versuchen, die Wünsche wirklich zu erfüllen. Ob das besonderes Essen ist oder besondere Geschichten oder besondere Musik. Das ist das, was wir unseren Bewohnern anbieten. Mir selbst bringt die ganze Geschichte auch Freude. Aus dem Grunde mache ich das. Ich freue mich, wenn andere sich freuen und ich Freude be bereiten kann.